Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr May zu Wort gemeldet. Oder zu Wort melden lassen. Ich wollte mal schauen, wo der mich einsortiert, der Kollege Degen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Krise fordert uns alle heraus, aber besonders die Schulen und die Schülerinnen und Schüler sind herausgehoben betroffen. Wir haben im ersten Corona-Frühjahr gelernt, dass der Unterricht in Präsenz an unseren Schulen nicht gleichwertig durch andere Maßnahmen zu ersetzen ist. Wir haben daher im letzten Spätsommer und im Herbst alles dafür getan, um den Unterricht an den Schulen in Präsenz weiter zu ermöglichen und abzusichern. Wir haben damals einen Stufenplan auf den Weg gebracht, Maskenpflicht, persönliche Schutzausrüstung für Lehrerinnen und Lehrer, Verstärkungsmittel für Schulbusse, zusätzliche Mittel für Vertretungskräfte, Geld für Luftreiniger, Wechselunterricht in den besonders betroffenen Kreisen und Städten haben wir im ersten Schulhalbjahr 2021 auf den Weg gebracht. Und warum? Weil wir das Ziel hatten, möglichst nicht zum Fernunterricht zurückkehren zu müssen, weil wir eben aus dem ersten Lockdown die Erfahrung hatten, dass der Präsenzunterricht nicht gleichwertig zu ersetzen ist. Ich erwähne das deswegen, weil hier in der Debatte so das eingeführt wurde, dass quasi die Öffnungsschritte jetzt leichtfertig verspielt worden wären, sondern das Gegenteil ist der Fall. Auch die anderen Lockdown-Maßnahmen, die im Herbst eingeführt wurden, wo viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zurückgefahren wurden, waren dem Ziel geschuldet, um den Unterricht an den Schulen zu gewährleisten, um die Bildungseinrichtungen offen zu halten. Aber wir haben dann eben im Laufe des Winters feststellen müssen, dass das Infektionsgeschehen sich negativ entwickelt und haben dann eben Ende Dezember einen erneuten Switch zum Fernunterricht machen müssen, der auch zunächst erfolgreich war. Wir hatten dann Inzidenzen, die zurückgegangen sind, sehr stark zurückgegangen sind, von gut 200 auf etwa 60 im Februar, weshalb wir dann für viele Schülerinnen und Schüler den Unterricht an den Schulen wieder ermöglichen konnten. Aber trotzdem mussten wir eben feststellen, dass vor allen Dingen durch die Virusvariante B.1.1.7 sich das Infektionsgeschehen wieder negativ entwickelt hat. Und das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch, sage ich mal, aus Schülerperspektive hinzufügen. Bei dieser Variante gilt etwas nicht mehr, was bei der ersten Covid-19-Variante der Fall war, nämlich dass hier Kinder und Jugendliche auch massiv betroffen sind, und zwar nicht nur, was das Infektionsgeschehen angeht, sondern auch, was die Schwere der Krankheitsverläufe angeht. Und deswegen ist es sozusagen nicht so einfach, zu sagen, na ja, irgendwie, man hätte ja irgendwie die Schulen offen lassen können, wie das bei der ersten Rede der Fall war, sondern das war eine sehr schwierige Abwägung. Und ich halte das, die Abwägung, die wir jetzt am Ende getroffen haben, für völlig vertretbar, auch wenn sie dazu führt, dass es bei einigen Schülerinnen und Schülern so ist, dass sie ihren ersten Präsenztag in der Schule in diesem Jahr noch nicht gehabt haben. Aber wir haben das machen müssen, aus eben dem gesamten Gesamtgefüge des Infektionsgeschehens zum Schutz der gesamten Gesellschaft, aber auch der Schülerinnen und Schüler. Wir haben jetzt eine Inzidenzlage, bei der eine Rechtslage, bei der ab Inzidenz 165 Fernunterricht verpflichtend ist. 12 Städte und Landkreise überschreiten diese, 2 sind knapp darunter. Und wir wissen, dass diese herausfordernden Situationen, wo eben die Schüler der 7 bis 11 noch nicht einen Tag Präsenzunterricht hatten, dass das nicht spurlos an unseren Schülerinnen und Schülern vorbeigeht, sondern dass das eine enorme Belastung für unsere Schülerinnen und Schüler ist. Das betrifft nicht nur den Kompetenzerwerb, der ist auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, als verantwortliche Politik müssen wir genauso soziale und emotionale Probleme, die damit einhergehen, in den Augenmerk nehmen. Und Kompetenzerwerb, aber eben auch die sozialen, die emotionalen Probleme, die mit dem Distanzlernen einhergehen, müssen Teil von den Kompensationsmaßnahmen sein, die wir jetzt auf den Weg bringen. Das heißt, wir brauchen Beratungs- und Unterstützungsangebote, um den Schülerinnen und Schülern Hilfen zu geben, und zwar
für die Probleme, die infolge der Pandemie im kognitiven, im sozialen, im emotionalen, aber auch im physiologischen Bereich aufgetreten sind, wenn wir an zum Beispiel Bewegungsmangel denken. Aber ganz falsch wäre es in dieser Situation, wenn der Eindruck entstünde, wir würden quasi jetzt mit diesem Kompensationsprogramm eine zeitliche Druckkulisse aufbauen, dass wir sagen, jetzt muss in ganz kurzer Zeit alles nachgeholt werden, was im Corona-Jahr eben nicht stattfinden konnte, nicht gleichwertig stattfinden konnte, sondern wir müssen den Schülerinnen und Schülern sagen, erstens, wir wissen um eure Sorgen und Nöte und zweitens, wir wissen, dass wir Zeit brauchen. Und diese Zeit wollen wir auch geben. Die Kompensationsmaßnahmen, die wir vorhaben, werden Zeit sich nehmen, werden euch Zeit geben. Wir geben euch Zeit, um eben die Kompensation wahrnehmen zu können, damit ihr so viel wie möglich dafür von euch für euch rausholen könnt. Und von daher nehmen wir die Diskussionsbeiträge, die heute hier von den beiden Oppositionsfraktionen geleistet wurden, wohlwollend zur Kenntnis. Wir nehmen auch wohlwollend zur Kenntnis, dass auf Bundesebene es dort Anstrengungen unternommen würden, dass dort Impulspapiere geschrieben werden. Eins zum Beispiel vom 27. Januar ist sehr lesenswert. Das ist ein Bildungsschutzschirm für Kinder und Jugendliche von Annalena Baerbock, sehr lesenswert. Aber all das, was der Bund macht, ist ergänzend zu dem, was wir sowieso vorhaben als Landesregierung, als Koalition auf Landesebene. Und daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht, sondern in zahlreichen Ausschusssitzungen und Debatten haben wir Ihnen das schon vorgestellt. Von daher ist sozusagen der Vorhalt, wann kommt das denn, ein bisschen sag ich mal, fehlgeleitet, wenn wir schon so oft berichtet haben, dass wir hier eine Menge vorhaben. Und wir brauchen zentrale Maßnahmen, wir brauchen dezentrale Maßnahmen, zentrale Maßnahmen wie zum Beispiel die Feriencamps oder die Ferdi-App fortzuführen, wie wir sie gemacht haben, aber eben auch zentrale Maßnahmen zur Bestärkung der Lehrerinnen und Lehrer, damit sie im Bereich Diagnose, im Bereich Kompensation bestärkt werden, dass wir ihnen Materialien an die Hand geben. Das sind Dinge, die wir auf zentraler Seite verantworten müssen. Aber zur zentralen Säule muss auch eine starke dezentrale Säule kommen, denn die Schülerinnen und Schüler vor Ort erreicht man eben am besten mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Strukturen vor Ort. Und von daher sagen wir ganz klar, wir müssen vor allen Dingen die dezentralen Strukturen, wir müssen die Schulen vor Ort stärken und dort muss der Hauptteil der Kompensationsmittel hingehen. Und gerade, wir hatten das ja am Montag, die bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion waren ja zusammen in einer Veranstaltung der VHU, wo Professor Marz zutreffend dargelegt hat, man braucht etwas, um eben an die 20-25% Prekären anzukommen, wo freiwillige Maßnahmen nicht so wirkungslos sind. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir die Schule vor Ort stärken, dass wir eben Ressourcen in die Schule vor Ort geben, weil dort eben die Lehrerinnen und Lehrer dann direkt in die Förderung einsteigen können. Ich glaube, das ist wichtig. Und ein zweites, aufgrund eben dieser besonderen Belastung der prekären Situation müssen wir auch bei der Kompensation eine soziale Indizierung einführen. Wir haben als Koalition ja ein Programm gemacht, was da hieß, die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Und diesen Weg werden wir auch bei den Kompensationsmaßnahmen weitergehen, dass wir sagen, dort, wo die besonderen Herausforderungen sind, werden wir durch soziale Indizierung auch besonders fördern. Und an dieser Stelle, wo wir über Ressourceneinsatz sprechen und über Diagnostik, ist vollkommen klar, wer fördern will, muss auch wissen, wo die Probleme sind. Aber der Vorschlag der FDP-Fraktion, das nur über zentrale oder wesentlich über zentrale Tests zu machen, überzeugt an dieser Stelle nicht. Zentrale Tests haben viele Vorteile. Wir benutzen sie ja gerne an verschiedenen Stellen in der Schulbiografie und auch insbesondere bei den Abschlüssen. Allerdings haben wir, um das zu gewährleisten, auch deswegen besonders viel Ressourcen in die Abschlussjahrgänge reingesteckt, dass die jetzt durchgehend in der Schule sein konnten. Und an dieser Stelle würden Sie jetzt
regional total unterschiedliche Situationen über einen landesweiten Test scheren. Einen landesweiten Test zu entwerfen, ist ziemlich aufwendig. Und ich glaube, dass das erstens nicht sachgerecht ist und zweitens zu viel Ressource verwenden würde, die wir besser in die Diagnose, in die Verstärkung der Diagnose vor Ort, in die Förderung vor Ort geben sollten. Aber da können wir gerne im Ausschuss darüber reden. Aber auf den ersten Blick überzeugt mich das nicht. Lassen Sie mich feststellen, die Pandemie hat zu... zum Schluss, Herr May. Natürlich, ich komme zum Schluss. Lassen Sie mich abschließend feststellen, die Pandemie hat zu erheblichen Verwerfungen bei den Schülerinnen und Schülern geführt. Wir sehen die großen Ängste und Nöte. Wir sehen die Nachholbedarfe. Wir werden beides fördern. Wir werden für beides Kompensationsmaßnahmen machen und dabei in den Blick nehmen, dass es eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern gibt, die besonders förderbedürftig sind. Vielen Dank. Danke, Herr May. Für die SPD-Fraktion spricht nun als nächstes Herr Degen. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Daniel May, ich nehme wohlwollend zur Kenntnis, dass die Regierungsfraktionen und die Regierung offenbar irgendetwas planen, dass sie auch wohl ein Problembewusstsein haben für die Nöte der Schülerinnen und Schüler, um auch Kompensation zu leisten. Nur, meine Damen und Herren, das hören wir ja die ganze Zeit schon, die Ankündigungen. Es erinnert mich so ein bisschen auch an das Videokonferenzsystem, wo wir seit 13 Monaten hören, dass was käme. Nur, es ist ja noch nichts da. Und, es gab da einmal eine Haushaltsvorlage, die wieder zurückgezogen wurde. Also, es wäre schön, wenn das Parlament auch dann zuerst wüsste, was wirklich geplant ist. Ich hoffe nicht, dass demnächst wieder wir erst durch eine Pressekonferenz erfahren müssen, was denn eigentlich jetzt das Programm ist der Landesregierung, sondern dass da möglichst am kommenden Mittwoch ist ja Kulturbudgetausschuss, der Herr Minister uns dann noch ausführlich informiert, was denn nun wirklich das Programm ist. Und das bitte auch konkret, meine Damen und Herren. Und deswegen bin ich den Freien Demokraten wirklich auch dankbar, dass Sie das heute auf die Tagesordnung bringen, weil es längst dringend an der Zeit ist, dass wir eben darüber reden, aus dem Klein-Klein heraus immer über aktuelle Corona-Maßnahmen wirklich jetzt auch zu gucken, wie man endlich auch aufholen kann und die Lernrückstände und auch psychischen und sozialen Schwierigkeiten eben angehen kann, meine Damen und Herren. Und darum geht es heute, denn das ist Fakt, dass seit Mitte Dezember 243.000 Schülerinnen und Schüler, für 243.000 Schülerinnen und Schüler, ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Hessen, die Schulen geschlossen sind, meine Damen und Herren, für ganz viele ab Klasse 7. Und das bedeutet, das sind junge Leute, die keinen Tagesrhythmus mehr haben, die ihre Klassenkameraden, ihre Freunde nicht mehr in Präsenz sehen, die ihre Lehrkraft nicht mehr von Angesicht zu Angesicht in real erleben und die einfach auf ganz, ganz vieles verzichten müssen. Und dafür trägt ohne Ausnahme die Landesregierung die Verantwortung, meine Damen und Herren. Und das bedauere ich zutiefst. Und wir sind schon der Meinung, das waren wir schon letztes Jahr im Dezember, dass es falsch war, für dieses Drittel der Schülerinnen und Schüler die Schulen wieder zu schließen in Hessen. Wir glauben schon, dass mit einer Form des Wechselunterrichts, das nicht hätte sein müssen, 50-50, es hätte auch sein können, einen Tag die Woche, damit einfach der regelmäßige Kontakt, die regelmäßige Strukturierung da ist, damit die jungen Leute wissen, dass sie noch auch einen Kontakt zur Schule haben, dass da jemand ist, der auch wirklich darauf Wert legt, die Ergebnisse, die Antworten, die Aufgaben zu sehen, die gemacht werden. Das, glaube ich, wäre schon möglich gewesen, vielleicht in einer Fünftelgruppe mit Maskenpflicht, mit auch einer früheren Testpflicht, die wir auch schon viel früher gefordert haben. Ich glaube, da hätte man durchaus mehr machen können, anstatt hier fast ein halbes Jahr, ein halbes Schuljahr zu opfern, das im Grunde für viele leider verloren ist, meine Damen und Herren. Stattdessen, Herr Hering sagte, man wolle keine Extreme. Genau das tun Sie. Sie wandern zwischen den Extremen, zwischen ganzer Schulschließung und ganzer Schulöffnung. Jetzt abgesehen, dass es von 1 bis 6 immerhin, das freut mich ja, den Wechselunterricht jetzt auch gibt. Aber ansonsten kennen Sie nur Extreme. Und deswegen noch einmal, der Wechselunterricht wäre wirklich ein guter Kompromiss gewesen, auch für die älteren Schülerinnen und Schüler, für angstfreies, unsicheres Lernen, das auch den Schulen Planungssicherheit gegeben hätte, meine Damen und Herren. Denn
der Distanzunterricht zu guter Gemeint ist doch am Ende auch nur ein Placebo für die Regierung, zu sagen, dass ja noch irgendwie Unterricht stattfindet. Das mag an manchen Schulen gut funktionieren, aber an anderen funktioniert es eben nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir jetzt auch aufhören mit dem Schönreden und anerkennen, dass einfach ganz viel Unterricht nicht stattgefunden hat im letzten halben Jahr und dass wir deswegen jetzt auch einen Plan brauchen. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns von vielen anderen. Einen Plan brauchen, möglichst verbindlich diese Lernrückstände eben aufzuheben, aufzuholen. Und aber eben, und das ist der Unterschied, Herr Promny sagt es bei der FDP, dass wir auch deutlich sagen, ich freue mich, dass Sie das auch anerkennen und gutheißen, dass es nicht nur um Lernrückstände gehen darf, sondern eben auch darum, welche psychologischen Schwierigkeiten die jungen Leute haben, die eben von Depression angefangen über Spielsucht, die loggen sich morgens mal kurz in die Schule ein, stellen das Video aus und zocken den ganzen Tag, ja, bis hin zu aggressivem Verhalten, was wir da gehört haben von den Psychotherapeuten, den Schulpsychologen, das erschüttert mich zutiefst. Und das darf uns nicht kalt lassen. Deswegen darf es nicht nur darum gehen, Lernrückstände zu kompensieren, sondern eben wirklich auch das Soziale, das Emotionale mit in den Blick zu nehmen und auch hier für Kompensationen zu sorgen, meine Damen und Herren. Und wieder einmal, der Bund handelt. Der Bund hat schon mit dem Digitalpakt gehandelt. Ohne ihn hätten wir längst noch keine Endgeräte, zumindest auf dem Weg zu Lehrerinnen und Lehrern und für Schülerinnen und Schüler, die Bedarf haben. Der Bund handelt. Und auch jetzt wieder ist es der Bund, der vorausgeht und wo ganz klar schon etwas auf dem Tisch liegt. Ganz besonderen Dank an Franziska Giffey und eben hier das Aufholprogramm, das jetzt auch im Bundeskabinett diskutiert wird, um wirklich hier mit 2 Milliarden € für eben diese beiden Bausteine, die ich genannt habe, wirklich was auf den Tisch zu legen, obwohl, das sagte Kollege Gnadl vorhin schon, der Bund überhaupt nicht zuständig ist. Trotzdem wird es gemacht, meine Damen und Herren, das ist richtig. Und es wird mir wünschen, dass das Land sich daran auch ein Beispiel nimmt und mal in Vorleistung geht und nicht erst abwartet. Ich kann ja den Finanzminister verstehen, dass er möglichst seine Kasse schonen will. Aber hier wird wieder nur abgewartet, gezaudert, gezögert. Man mag es besonnen nennen, bis der Bund eben was auf den Tisch legt. Und dann guckt man, wie man ein bisschen was ergänzen kann, anstatt eigentlich mal hier wirklich die Kultushoheit ernst zu nehmen und für den Bereich wirklich endlich auch in die Vollen zu gehen, meine Damen und Herren, anstatt nur auf den Bund zu warten. Und Herr Degen, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwarz zu? Herr Kollege Degen, das finde ich prima. Das ist Debattenkultur. Wunderbar. Vielen Dank. Ich wollte nur fragen, ist Ihnen bekannt, dass die von Ihnen eben gerade erwähnte Milliarde von Frau Giffey nicht für den Schulbereich vorgesehen ist, sondern die Milliarde von Frau Karliczek für den Schulbereich vorgesehen ist? Erster Teil der Frage. Zweiter Teil der Frage. Ist Ihnen bekannt, dass derzeit Bund und Länder in den Verhandlungen darüber sind, wie diese Mittel zu verausgaben sind bzw. wie sie verteilt werden? Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz, für die Frage. Weil ich kann Ihnen sagen, was mir bekannt ist, ist, dass es die SPD in der Großen Koalition ist und allem voran auch unsere Parteivorsitzende, die in beiden Bereichen massiv Druck gemacht hat, dass genau hier sich etwas tut und die auch Frau Karliczek dazu angeschoben hat. Und deswegen freue ich mich einfach, Herr Kollege Schwarz, dass unsere beiden Parteien, CDU und SPD, da so gut harmonieren im Bund und dafür sorgen, dass eben während die einen im Bund reden, wir wirklich auch was tun. Und was mir noch wichtig ist, meine Damen und Herren, das ist wirklich auch die Frage, ja auch zu wissen, worum geht es eigentlich, was ist eigentlich der Bedarf? Denn ich habe ja gerade wieder gelesen, es hat mich nicht überrascht, ich frage den Kultusminister gar nicht mehr nach Unterrichtsauswahl, Sie wissen, da habe ich aufgegeben im Augenblick. Aber gerade erst kam in der Antwort auf den Berichtsantrag 204175 die Antwort zum Thema, war ein Berichtsantrag der LINKEN, eben zu diesen auch emotionalen Schwierigkeiten. Die Antwort ist, es wird Sie nicht überraschen, wieder einmal belastbare empirische Ergebnisse zur physischen und psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen seit der Covid-19-Pandemie liegen der Landesregierung bisher nicht vor. Meine Damen und Herren, man weiß wieder einmal überhaupt nicht, was eigentlich der Bedarf ist, weder beim sozial-emotionalen noch beim Lernrückstand. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man, das muss ja gar nicht flächendeckend sein, aber doch stichprobenartig, da gibt es doch wirklich Know-how zu, mal wirklich erhebt, was eigentlich stattgefunden hat seit dem Beginn der Pandemie.
Termin, was nicht, damit man wirklich auch eine Planungsgrundlage hat für all die Defizite, die aufgelaufen sind, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein erster Schritt, aber das sind wir leider nicht anders gewohnt von der Landesregierung, dass die Ahnungslosigkeit da doch vorherrscht. Deswegen, meine Damen und Herren, jetzt der Blick nach vorn. Das Zögern und Zaudern muss ein Ende haben. Legen Sie endlich konkrete Planungen vor. FDP und Sozialdemokraten haben wirklich jetzt hier etwas auf den Tisch gelegt, um deutlich zu machen, was unsere Erwartungen sind. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage für die Beratungen im Kulturpolitischen Ausschuss am Mittwoch. Und nochmal, ich freue mich, wenn Herr Kultusminister Lorz dann auch ausführlich berichtet, was seine Planungen sind und auch, was seine Bedarfserhebung ist und wie er das da auch gedenkt zu finanzieren. Und nochmals, uns ist wichtig, das möglichst verbindlich zu machen. Denn in Osterferiencamps, in anderen Angeboten, da gehen die hin, die oft schon ohnehin bildungsaffin sind, die ohnehin ein Problembewusstsein haben. Wir müssen aber die erreichen, die eben sonst so oft durchs Raster fallen. Denn unser Motto, meine Damen und Herren, ist nach wie vor für Sozialdemokraten, wir wollen kein Kind zurücklassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Kultusminister Professor Lorz das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie hat zu einer hohen Belastung gerade der Kinder und Jugendlichen geführt. Das haben wir in diesem Hause schon vielfach angesprochen, und es ist ja das beherrschende Thema des heutigen Nachmittags. Und man kann es auch vielfach überall lesen. Und es ist gut so, dass das nur noch viel mehr in das öffentliche Bewusstsein rückt, diese Frage, haben wir die Kinder und Jugendlichen wirklich auch hinreichend in den Blick genommen bei all den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder aufs Neue stellen müssen. Und je mehr die Impfung der Erwachsenen vorankommt, umso wichtiger wird es, glaube ich, auch, dass wir gerade die Kinder und Jugendlichen und damit natürlich auch die Schulen in den Blick nehmen. Reduzierter oder ganz eingestellter Präsenzbetrieb hat natürlich Lernrückstände zur Folge, das bestreitet niemand. Aber auch Bewegungsmangel und fehlende soziale Kontakte mit ihren langfristigen Auswirkungen auf die Schullaufbahn müssen kompensiert werden. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hier gilt es auch, die sozialen, emotionalen und psychischen Auswirkungen der Krise in den Blick zu nehmen. Und für alle diese Bereiche werden für die betreffenden Schülerinnen und Schüler zusätzliche Förder- und Unterstützungsangebote benötigt. Das ist ein abendfüllendes Thema. Ich will mich jetzt für diese Debatte im Antrag der Freien Demokraten folgend auf das Aufholen von Lernrückständen konzentrieren. Die Schulstrukturdebatte, Frau Kollegin Kula, führen wir dann vielleicht an anderer Stelle noch einmal. Es ist schon angesprochen worden, die Veranstaltung, an der die Sprecher teilgenommen haben, der VHU am Montag, wo Professor Marz als der geschäftsführende Direktor unseres Leibniz-Instituts für Bildungsforschung in Frankfurt ja vorgetragen hat, dass nach seiner Schätzung ein Fünftel bis ein Viertel der Schülerschaft substanzielle Probleme hat, die langfristig angegangen werden müssen. Ich glaube, über diese Schätzung besteht in der Fachwelt auch weitgehend Einigkeit. Er hat allerdings auch betont, dass es zunächst einmal darum gehen muss, für diese Gruppe wieder eine schulische Bindung, eine schulische Beziehung herzustellen, diese Schülerinnen und Schüler wieder in ihre Lerngruppe zurückzubringen. Und dabei ist die bloße Verteilung von Nachhilfegutscheinen, wie sie die FDP hier in einem Bildspiegelstrich fordert, nach seiner Ansicht nicht hilfreich, aber das nur am Rand. Meine Damen und Herren, wir müssen dieses Problem sehr grundsätzlich und mit einem langen Atem angehen. Und dabei ist jede Hilfe und jeder Beitrag sehr willkommen. Ich freue mich daher auch ausdrücklich über die Bereitschaft des Bundes, 1 Milliarde € zur Verfügung zu stellen, um die Länder bei der Einrichtung von Lernkompensationsangeboten für die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Und wenn noch ein weiterer Betrag in derselben Höhe für Jugendarbeit und Jugendhilfe dazukommt, umso besser. Das ist gut. Was nicht so gut ist, ist die Tatsache, dass die Beschlussfassung über dieses Programm auf Betreiben der SPD von der Tagesordnung des Bundeskabinetts in dieser Woche genommen worden ist. Und hier, lieber Herr Kollege Degen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, hier haben Sie doch ein schönes Betätigungsfeld, nachdem Sie auch noch einen Antrag zu diesem Punkt gestellt haben, um das entsprechende Förderprogramm voranzubringen. Denn wir brauchen natürlich den Kabinettbeschluss, um die dazugehörigen Vereinbarungen mit dem Bund so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Aber im Moment hängt das an, Frau Giffey. Die Milliarde für die Schulen, die ist nämlich schon längst verabredet. Und es wird blockiert, weil es noch um die andere Milliarde geht, weil die noch mitverhandelt werden muss. Und deswegen hängt die Geschichte. Und da können Sie sich durchaus segensreich betätigen, wenn Sie möchten. Wenn Sie allerdings
Wenn Sie allerdings damit genauso erfolgreich sind wie mit Ihrer Überzeugungsarbeit bei den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, was die Schulschließungen im Januar und Februar angeht und die Möglichkeit, trotz der damaligen Pandemielage Wechselunterricht zu machen, habe ich da relativ wenig Hoffnung. Und noch etwas. Ja, und es beruht alles auf den Beschlüssen, die mit Zustimmung der sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung, mit Zustimmung der sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gemeinsam in der Ministerpräsidentenkonferenz bzw. jetzt zuletzt im Bundestag und Bundesrat zum Infektionsschutzgesetz getroffen worden sind. Ich will ja gar nicht sagen, dass das alles falsch war. Ich finde es nur schon sehr merkwürdig, dass Sie sich hier öffentlich im Landtag für die hessische SPD von dem distanzieren, was alle Ihre Kolleginnen und Kollegen dort, wo Sie Regierungsverantwortung tragen, die letzten Monate gemacht haben. Nee, das ist nicht falsch. Das können wir nachvollziehen. Wir können gerne die Beschlüsse aller Ministerpräsidentenkonferenzen seit Mitte Dezember durchgehen. Alle einstimmig gefasst, alle unter Beteiligung der sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Wir können uns über die Spielräume unterhalten, die dann den Kultusministerinnen und Kultusministern noch geblieben sind. Da bleibt nämlich nicht mehr viel übrig. Ich lade Sie herzlich ein. Wir können die Debatte gerne führen. Dann bringen wir sie alle mit, die Beschlüsse, gehen wir sie alle der Reihe nach durch. Dann werden wir sehen, dass das genau so zutrifft. Und noch einmal. Ich will gar nicht, wir haben ja schließlich auch die christdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung, auch die christdemokratischen Ministerpräsidenten haben das ja mitgetragen. Deswegen will ich gar nicht sagen, dass das falsch war. Nur, ich finde es unmöglich, auf der einen Seite, wie gesagt, dort, wo die Verantwortlichen handeln, zu sagen, da machen wir es jetzt so rum, und sich dann hier, wo man in der Opposition ist, hinzustellen und sagen, das war alles falsch. Das geht für meine Begriffe innerhalb einer Parteilinie nicht. Aber ich will jetzt mal mit Blick auf die Zeit auf die Unterstützung zurückkommen. Denn es muss noch etwas korrigiert werden. Wir sind, wie gesagt, sehr dankbar für diese Unterstützung, die der Bund im Prinzip schon zugesagt hat, wo wir jetzt noch auf die formellen Beschlüsse warten, weil wir die Vereinbarungen finalisieren müssen. Das ist alles in Ordnung. Aber natürlich ist es nicht zutreffend, dass wir in irgendeiner Form da auf den Bund warten würden. Wir sind dankbar, wenn der Bund da die Anstrengungen, die die Länder unternehmen, die auch Hessen unternimmt, unterstützt. Aber wir haben über alle Länder hinweg schon mal zusammengestellt, weil der Bund das ja auch fordert. Er fordert ja eine Kofinanzierung der Länder. Wir haben zusammengestellt, was in den Ländern da jetzt schon alles stattfindet und geplant ist. Und da kommen wir natürlich auf eine Summe, die weit über diese Milliarde hinausgeht. Das ist auch gut und richtig so, weil das ist auch wirklich Kultushoheit der Länder. Und das ist ein schönes Beispiel, wenn es denn dann so funktioniert, für das Zusammenwirken von Bund und Ländern. Aber wir sind natürlich in den Ländern da schon lange unterwegs. Und auch die hessische Landesregierung vertritt schon seit langem den Standpunkt, dass der Schwerpunkt des kommenden Schuljahres natürlich auf dem Bereich der Lernkompensation liegen muss. Das habe ich auch schon vielfach öffentlich erklärt. Und in einem ersten Schritt werden wir hoffentlich dann auch im Einvernehmen dieses Hauses dafür die nicht verausgabten zusätzlichen Vertretungsmittel einsetzen. Dabei handelt es sich natürlich wegen der langdauernden Einschränkungen des Präsenzbetriebs in diesem Jahr der Pandemie um eine ganz erkleckliche Summe. Und was haben wir damit vor, meine Damen und Herren? Zum einen wollen wir diese Mittel natürlich für zentral gesteuerte Kompensationsprogramme einsetzen. Das beginnt mit dem Ausbau der schon jetzt bestehenden kurzzeitpädagogischen Angebote in den Ferien. Erfasst aber natürlich auch den Ausbau von Angeboten der schulischen Hausaufgabenhilfe, die Gewinnung von externen Kooperationspartnern wie Stiftungen oder Vereinen zur gemeinsamen Umsetzung von Förderangeboten, Maßnahmen der Diagnostik und nicht zuletzt natürlich auch das Thema der seelischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Darüber haben wir bei diesem Punkt auch schon gesprochen. Und speziell zu den Ferienangeboten, also insbesondere unseren Lerncamps, möchte ich den Schulen noch einmal mit Blick auf die Osterferien an dieser Stelle noch ein großes Kompliment machen. Denn trotz der Pandemie haben allein in den Osterferien 274 Schulen ein solches Lerncamp beantragt. Das ist eine tolle Sache. Ich habe mir das vor Ort angeschaut und ich habe dabei konzentriertes, zielgerichtetes und gut aufbereitetes Lernen gesehen. Die Lehrkräfte sehen die Not und die Defizite ihrer Schülerinnen und Schüler, sprechen die besonders Betroffenen gezielt an. Und die Schulen engagieren auch speziell für diese Programme natürlich junge, engagierte Erwachsene. Da kommen die Lehramtsstudierenden, die die FDP zu Recht in ihrem Antrag erwähnt hat. Die kommen da auch schon zum Einsatz. Natürlich wissen die Schulen auch in Zusammenarbeit mit den Universitäten, wer dafür in Frage kommt. Und die hier einzusetzen, das ist ohne Zweifel ein Gewinn für alle Beteiligten. Aber natürlich wissen wir auch, meine Damen und Herren, und das ist überhaupt keine Frage,
dass das nur ein Baustein sein kann. Ich habe nie gesagt, mit Feriencamps alleine werden wir das alles aufholen, was durch Corona an Schleifspuren jetzt auch im Bildungssystem entstanden ist. Das ist ein Baustein, aber es ist schon ein Baustein. Warum sollen wir die Ferien nicht nutzen? Also deswegen ist das schon sinnvoll und wichtig. Aber ich will Ihnen auch sagen, was ich für das zentrale Element der Kompensation im nächsten Schuljahr halte. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir werden allen Schulen Mittel zur Aufstockung ihrer Schulbudgets zur Verfügung stellen. Denn das ist für mich der Königsweg. Damit können die Schulen vor Ort die Maßnahmen ergreifen und finanzieren, die sie für sinnvoll und erforderlich erachten. Damit versetzen wir die Lehrkräfte in die Lage, die Lernstände der Kinder und Jugendlichen zu ermitteln und gezielt und mit individuellen Maßnahmen darauf zu reagieren. Und wir setzen die Schulen damit in die Lage, natürlich auch das entsprechende Personal zu rekrutieren, weil sie ja wissen, mit wem sie vor Ort am besten zusammenarbeiten können, wen sie im Zusammenwirken mit ihren Lehrkräften dafür am besten einsetzen können. Und das geht dann auch über den Kreis der Lehramtsstudierenden hinaus, die freilich auch hier eine wichtige Rolle spielen werden. Damit kann man beispielsweise zusätzliche Förderkurse anbieten, man kann Lernbegleitung im Unterricht oder Coachingprogramme einrichten, man kann Hausaufgabenhilfe leisten, man kann Fördermaterialien anschaffen und vieles mehr. Und das ist all das, was wir für das nächste Schuljahr anpeilen, was natürlich finalisiert werden muss, auch im Zusammenwirken mit dem Bund. Das muss ja alles entsprechend angerechnet werden, auch in den Verwaltungsvereinbarungen. Aber ich hoffe, dass wir damit jetzt sehr schnell zu Potte kommen, auch mit dem, was wir natürlich im Haushaltsausschuss dazu beantragen werden, wie gesagt, mit der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund, sodass wir auch jetzt zeitnah ein klares Bild von dem gewinnen werden, wozu wir die Schulen in diesem Kompensationsschuljahr ab Sommer in die Lage versetzen werden. Frau Präsidentin, ich sehe, meine Redezeit ist leider abgelaufen. Ich wäre gerne noch auf ein paar konkrete Punkte aus dem Antrag der Freien Demokraten eingegangen, aber das ist uns jetzt durch die Bundesdiskussion sozusagen zerschossen worden. Das hoffe ich aber, werden wir bei anderer Gelegenheit noch vertiefen. Dann reden wir auch über die Digitalisierungsprojekte, die im Digitalpakt noch mit drin sind, und auch über die Frage, wie man jenseits des IQB-Bildungstrends, der jetzt demnächst gemacht wird, und der Vera-Erhebungen noch Lernstandserhebungen durchführen kann. Ich wollte es nur noch einmal erwähnt haben. Ich sagte ja schon vorhin, es ist ein abendfüllendes Thema. Es wird nicht die letzte Debatte dazu in diesem Hause sein. Aber ich freue mich darauf, sie weiterzuführen im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Dank. Es hat sich noch einmal der Abgeordnete Promny von der FDP zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat werden wir dieses Thema sicherlich weiter diskutieren. Ich wollte aber noch einmal drei Aspekte kurz angesprochen haben. Der Kultusminister hat es erwähnt und auch der Kollege Hering hat es angesprochen. Die Landesregierung hat das Problem der Kompensation der Lernrückstände erkannt. Ja, erkannt wurde es, in der Tat. Haushaltsmittel des Landes wurden angesprochen. Aber konkrete Zahlen haben weder Sie, Herr Hering, noch der Kultusminister genannt. Also da sind wir schon gespannt. Und insbesondere nach dem Vorgang, dass Sie einen Haushaltsantrag eingebracht haben und den dann einfach wieder zurückgezogen haben. Also da muss man sich schon mal fragen, zu diesem Sachverhalt haben Sie sehr großzügig geschwiegen. Auch das Stichwort Osterferiencamp ist genannt worden, Kollege Hering. Ja, richtig, gute Maßnahme, keine Frage. Aber es bezieht sich ja gerade mal auf rund 200 Schulen in Hessen von den 1800, die wir haben. Also das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein, Herr Kollege Hering. Und zur Kollegin Kula wollte ich noch zwei Sätze sagen. Insbesondere im Hinblick auf das Thema Learning Analytics, glaube ich, ist der Hinweis wichtig, dass es in der Welt im Wesentlichen zwei Denkschulen gibt. Es gibt sozusagen im asiatischen Raum, insbesondere in China, eine Denkschule, wie man damit umgeht und welcher Schwerpunkt da gesetzt wird. Da ist natürlich die Kontrolle im Vordergrund. Es gibt aber auch eine andere Denkschule, nämlich in den USA. Und da ist der Schwerpunkt die individuelle Förderung bei den Learning Analytics. Und das ist auch das, wo wir hinwollen. Das wollte ich hier einfach nur noch mal klargestellt haben. Und zum Kollegen May. Niemand hat doch behauptet, dass wir mit der Kompensation der Lernrückstände Schülerinnen und Schüler unter Druck setzen wollen. Also das habe ich schlicht und ergreifend nicht gesagt. Das ist auch nicht unser Ansatz. Den einzigen, den wir hier unter Druck setzen wollen, das ist doch die Landesregierung, dass sie endlich tätig werden, meine Damen und Herren.
Für die SPD-Landtagsfraktion hat sich jetzt Herr Degen noch einmal zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will nur kurz noch einmal auf einen Punkt eingehen, weil der Kultusminister das so nicht richtig ist. Natürlich gab es immer wieder auch Handlungsspielräume für die Länder, im Schulbereich auch etwas mehr zu machen. Das haben ja auch Länder zum Teil genutzt. Und das, was hier passiert ist in Hessen, dass eben ab Dezember wirklich für 243.000 Schülerinnen und Schüler die Schulen zu waren, war nicht überall so. Und erstens mal habe ich es immer schon kritisiert. Das wissen Sie im ganzen letzten halben Jahr, dass das Land Hessen für mich nicht wahrnehmbar mit Forderungen in diese Beratungen rein ist und immer nur zurückkam und sagt, wir haben jetzt irgendwie beschlossen, jetzt müssen wir das so machen. Und nie klar war, was ist eigentlich Ihre Haltung und Ihre eigene Position, um dafür zu sorgen, dass eben mehr Bildungschancen für Schülerinnen und Schüler in Hessen auch trotz Pandemie möglich sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist, das wissen wir alle miteinander sehr genau, das bin mir nicht sicher, welche Runde das war, ob im Februar oder im März, ausdrücklich festgehalten wurde damals, dass die Kultushoheit der Länder bekräftigt wurde und im Grunde gesagt wurde, macht im Grunde vor Ort, was ihr denkt. Und auch diesen Handlungsspielraum haben sie nicht ausgenutzt und weiterhin diese jungen Leute ab Klasse 7, für die weiter die Schulen geschlossen gehalten. Deswegen, so einfach können sie sich nicht machen und hinter den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin verstecken. Hessen ist hier durchaus hinter seinen Möglichkeiten auch zurückgeblieben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir überweisen den Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Lernrückstunde aufholen, Schülerinnen und Schüler unterstützen, Drucksache 20-5539, den wir mit dem dringlichen Antrag Fraktion der SPD, Drucksache 20-5611, gerade beraten haben, zur weiteren Behandlung in den KPA.